Kurz vor dem EU-Gipfel hat Kanzler Scholz den 200-Milliarden-Euro-Schirm im Kampf gegen die hohen Energiepreise verteidigt. Das Vorhaben sei auf 2,5 Jahre angelegt und liege deshalb in der Größenordnung anderer Pakete in Europa, sagte Scholz in einer Regierungserklärung im Bundestag. Das Parlament beschloss am Mittag eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro für Rentnerinnen und Rentner. Scharfe Kritik an Zeitplan und Umfang der geplanten Entlastungen kam von der Opposition. Der Kanzler nachdenklich. Scholz' Regierungserklärung zum EU-Gipfel wird zur Debatte über Krieg und Krise. Der Kanzler verspricht den Bürgern Sicherheit. Niemand, keine Familie, keine Rentnerin, kein Student und auch kein Unternehmen soll Angst haben, vor den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme überfordert zu werden. Der Oppositionsführer hält dagegen, viele Maßnahmen kämen zu spät, so Merz. Und wenn Sie jetzt als einziges Datum nennen, wo die privaten Haushalte und die Unternehmen Entlastung erwarten dürfen, das Frühjahr 2023, dann kann ich Ihnen nur sagen, Herr Bundeskanzler, Winterreifen muss man im Oktober aufziehen und nicht erst im Frühjahr. Die Grünen wehren sich gegen den Vorwurf, die Ampel habe zu wenig getan. Das Energiewirtschaftsgesetz, das Bundesbedarfsplanungsgesetz und zahlreiche Verordnungen. Ich weiß, es tut Ihnen weh, wenn man das aufzählt, weil dann zeigt sich damit, dass konkret gehandelt wird. Chaos und Murks nennt die Linke das. Die Entlastungen würden nicht reichen. Ihre Botschaft an den Kanzler? Sie als Norddeutscher sollten doch wissen, es reicht nicht, den Deich auf 2 Meter aufzuschütten bei 10 Meter Hochwasser. Da braucht es mehr, um die Katastrophe zu verhindern. Das ist die Wahrheit. AfD und FDP liefern sich einen heftigen Schlagabtausch. Die AfD fordert statt Waffenlieferungen an die Ukraine Verhandlungen mit Russland. Hören Sie auf, Moral- und Sittenpolizei. Hören Sie auf, Moral- und Sittenpolizei auf der ganzen Welt zu spielen. Es ist absurd, so etwas hier zu behaupten, Herr Rupalla. Der Aggressor sitzt im Kreml. Es sind Ihre Freunde. Der Kanzler will nun in Brüssel für gemeinsame Lösungen in der Krise werben. Tobias Reckmann, wie weit liegen denn die Positionen beim Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel beim Umgang mit der Energiekrise auseinander? Ja, noch ziemlich weit auseinander, um ehrlich zu sein. Also einig ist man vor allen Dingen darin, dass die Preise natürlich irgendwie runtergebracht werden müssen. Aber über das Wieder gibt es noch ziemliche Meinungsverschiedenheiten. Es gibt 15 Staaten der EU, unter anderem so Schwergewichte wie Frankreich und Italien, die schlagen einen gemeinsamen Preisdeckel für den Import von Gas vor. Also einen gemeinsamen Maximalpreis, bis zu dem man dann eben noch Gas einkaufen würde. Dann gibt es wiederum andere Länder, zu denen gehört auch Deutschland. Die sind da sehr, sehr skeptisch und befürchten in so einem Fall dann Lieferknappheiten, weil sie eben sagen, naja, die Schiffe, die über die Weltmeere das Gas zu uns bringen, die könnten ja auch sehr, sehr schnell einfach umdrehen und das Gas dann eben an die Länder bezahlen, die dann weiterhin mehr bezahlen. Also da sind die Meinungen noch sehr weit auseinander. Ein möglicher Kompromiss könnte eventuell ein gemeinsamer Einkauf von Gas sein, zumindest von 15% der benötigten Menge. Das ist so ein Vorschlag der EU-Kommission. Aber der Abend hier wird noch richtig lang werden, vielleicht sogar eine lange Nacht. Und wer weiß, was dann am Ende dabei noch rauskommt. Tobias Reckmann aus Brüssel, vielen Dank.